Die rechte Hand liegt mit dem Daumen auf dem Zeh und wir spielen in der ersten Zeile C, G, 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 F, G, D, C. Nochmal zum Zuhören die zwei Takte. 1, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Und zum Mitspielen von vorne. 1, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Und nochmal. Takt 3 und 4. C. Ich spreize die Hand etwas und spiele mit dem kleinen Finger das A. Nochmal Takt 3 und 4. Und zum Mitspielen. C, A, A, A. Und nochmal. Wir spielen von vorne die ganze erste Zeile. Und. Takt 5 und 6 sind identisch mit Takt 1 und 2, also spielt mit. Und 1, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Und nochmal Takt 5 und 6. Und der Schluss, Takt 7 und 8, ich spiele F, E, D, C. Spiele gleich mit. Zweite Zeile. F, E, D, C. Wir spielen das Lied von vorne etwas langsamer. Ich spiele leise die Akkorde dazu. Ihr spielt nur die Melodie in der rechten Hand. Und. Drücke auf Pause, spiele für dich die rechte Hand einige Male, bis du sie ohne zu zögern spielen kannst. Wenn du soweit bist, stell auf Weiter. Wir spielen jetzt die linke Hand. Im ersten und zweiten Takt steht der C-Akkord. 1, 2, Pause. 1, 2, Pause. Im dritten Takt der F-Akkord. 1, 2, Pause. Und im vierten Takt auch. Im fünften Takt wieder C. Im sechsten Takt auch C. Im siebten Takt G7. Und im achten wieder C. Ich spiele nochmal von vorne, spielt ihr mit. Und C, F, zweite Zeile, und C. Ihr spielt nur die linke Hand, die Akkorde, ich spiele die rechte Hand. 1, 2, 3. Mit den Akkorden. Für einige von euch, wer noch eine besondere Herausforderung sucht, spielt in der linken Hand ein Begleitmuster. Für die anderen sage ich für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.